Dass er einer Meuchlergottheit dient, finde ich als Versagerin wahrscheinlich nicht so komisch oder beunruhigend. Also das schließt nicht aus, dass er halt als Leibwächter dient, anheuert. Ja, genau. Also wenn er den Tempel betreten kann, dann müsste eigentlich alles mit ihm okay sein. Wenn er ihn nicht betreten kann und dann vorher blutend zusammenbricht, dann hast du kein Problem mehr. Aber wenn er neben dir im Tempel auftaucht, dann sollte das für ihn als Meuchlergott kein Problem. Also, ich meine, du bist aus Vasar. Du kennst dann eben auch die merkwürdigen Kulte des Bülmaresch und des Bümazar, aber ja. Ja, und Gott der Meuchler ist natürlich auch sehr reduktiv. Also, Bülmaresch ist ja noch mehr als das. Viele, viele Aspekte, richtig. Also, das ist dann sehr erschöpfend, was man alles über Bülmaresch und Bümazar zusammentragen könnte. Aber vor allem eben auch die Möchler oder die Geheimbünde würden sich dann eben um diese beiden Gottheiten verdingt machen, die ja irgendwo unter der Kurm begraben sein sollen, so sagt man. Ja, und Zulamins Verständnis von welche Götter sind legitime Götter ist ja auch ein bisschen ein spezielles. Ja, vor allem, weil du auch einer sehr dunklen Reihe dienst im Prinzip, also einer anderen Reihe als im Mittelreich angebetet wird oder dann gerade Belhanka oder so etwas. Ja, aber pscht, das sagen wir denen nicht. Gut, und während er dann nach draußen geht, kann ein weiteres Mal die Tür klopfen und dann treten Boltax und Diamantis ein, wenn sie mögen. Oh, einen schönen guten Tag. Wer war denn der Mann, der uns gerade entgegengekommen ist, Zulamin? Er möchte bei uns anheuern. Sein Name ist Hassan und er ist ein Versara Balayan. Aber ihr kennt euch also? Noch nicht. Hört sich nach einem Novadi an, sah aber nicht wie ein Novadi aus. Ja? Lang keinen mehr gesehen. Ist doch egal. Zulamin, wir haben interessante Neuigkeiten hinsichtlich unseres Rechercheauftrages. Also, ich habe ihr in den Geist geblickt und sie hat eine ehrliche und offene Abneigung gegenüber Palligan. Außerdem hat sie sehr qualitativ hochwertige Rotzen, die wohl vermutlich irgendwie aus Oron stammen. Ich habe die Schiffe gesehen, denen die Rotzen abgenommen worden sind. Es war so eine Blutrose darauf. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich habe das Gefühl, dass die Rotzen von Hafax kommen. Das hat sich in ihren Gefühlen und in ihrer Denkweise auch niedergeschlagen. Sie scheint also irgendwie mit Hafax verbandelt zu sein. Hafax also. Ja, die Rotzen wirken wie eine Art Unterstützungsgeschenk für unsere Sache, da wir auch in seinem Sinne handeln. Nun, es ist natürlich in Anbetracht dieser Marix-Sache eine Sache, die uns weiter in Schwierigkeiten bringen könnte. Aber nun ja, dass wir in der Vergangenheit fragwürdige Geschäfte mit Hafax gemacht haben, ist, nun ja, ich denke, bekannter als uns lieb ist. Darum denke ich tatsächlich, sollten wir dieses Geschenk annehmen. Vorausgesetzt, ihr bekommt diese Sache mit dem Brandschutz in den Griff. Nun, da wird sich Serpentilio sicherlich jetzt schon darum kümmern. Ich habe ihm den Auftrag erteilt. Nun, hast du nicht? Nein, habe ich auch nicht, aber... okay. Ich habe ihm den Auftrag erteilt, aber nichtsdestotrotz, ich denke, prinzipiell hat sie ein Interesse am Feuer und schätzt es wert und sie war ganz begeistert, als sie mich kennengelernt hat, weil ich ja der Brandbringer bin. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Ich verstehe. Nun, ich denke, solange sie unser Schiff nicht anzündet und... Nun ja, sonst nicht gegen uns arbeitet, soll mir das fürs Erste genug sein. Ich würde ein strenges Auge auf Sie haben, Kapitana. Danke. Und nun ja... Rotzen sind jetzt nichts, was mich persönlich in Begeisterung versetzt, im Gegensatz zu euch. Aber es ist mir bewusst, wie teuer diese Bewaffnung ist und dass wir uns das selbst niemals leisten könnten. Ich denke, es wird sehr wertvoll sein für unseren Kampf gegen die blutige See. Das ist richtig. Vor allem haben wir noch die Gelegenheit gefunden, wie ihr angewiesen habt, haben wir uns nach Geschützmeister, nach weiteren Geschützleuten umgeschaut. Und es scheint wohl ein ganzes Banner von ihnen zu geben. Ja.
Veteranen haben schon vielen Flaggen gedient, so wie Maraskan und Perikum. Aber Loyalitäten scheinen wohl nicht da zu liegen. Aber auch sie haben mal eine Abneigung gegen jene, die die blutige See befahren. Besser gesagt Hafax oder Paligan. Sie könnten uns von Nutzen sein. Ich habe zwei Weibel von ihnen auf das Schiff eingeladen, damit wir sie kennenlernen können, Kapitana. Und sofern ihr sie für einigermaßen passend befindet, würde ich sie auf ihre Qualifikation prüfen und nun ihre Kompetenz einschätzen wollen. Wir nehmen also die Rotzen von Hafax und bemannen sie mit Leuten, die Hafax hassen, ja? Hi. Was kann da denn schon schief gehen? Nun, sagen wir so, die Rotzen werden wohl kaum ihre Loyalität hinausschreien, aber was ist mit der Geschützmeisterin? Wird das nicht zu Konflikten führen? Sie schien wohl nicht will zu sein, uns auf die Nase zu binden, dass sie wirklich mit Hafax in Verbindung steht, und Boltax konnte das nur aufgrund seines Gedankenzaubers herausfinden. Ich bin überzeugt davon, sie wird genauso wenig gewillt sein, es ihnen auf die Nase zu binden als uns. Gut, dann was ist mit den Maulwürfen? Sie sind gewillt, weiter für uns zu unter uns zu segeln, jedoch erwarten sie eine Lohnerhöhung. Eigentlich war das ein Silber, aber Boltax konnte es auf einen halben hochhandeln. Moment. Ihr habt sie hochgehandelt? Runterhandeln. Verzeiht. Das beruhigt mich, aber in Anbetracht dessen, was Boltax sich hier in der Stadt aus der Tiefe geleistet hat, kam es mir nicht völlig ausgeschlossen vor. Nun gut, dann ich schlage vor, ihr prüft ihre Qualifikation, und wenn diese neue Geschützmannschaft mit den Maulwürfen mithalten kann, dann werden wir wohl die anheuern. Denn die Maulwürfe kennen wir ja. Wir wissen, was sie können und was sie nicht können. Außerdem liegt das Eisen der Maulwürfe bereits im Feuer. Ich habe mich schon viele Stunden und Tage mit denen auseinandergesetzt, und sie sind einer Routine, so wie ich sie für angemessen halte, gewohnt. Nur noch die anderen. Aber sofern wir sie anheuern. Ihr so ganz persönlich, wünscht ihr euch einen Neuanfang? Also möchtet ihr die Maulwürfe wiedersehen oder lieber mit neuen Gesichtern starten? Ich möchte jeden nehmen, der mir zur Verfügung steht. Dabei jedoch, ich sehe mich als kompetenten Lehrmeister an, und ich kann selbst das ja umso schlechteste Eisen schmieden können. Ich werde denen meine ich hoffe, dass meine Kompetenz ansatzweise auf sie abfärben kann und ich ihnen zeigen kann, wie man als Mannschaft und als kompetente Geschützmannschaft arbeitet, selbst egal, wo sie anfangen. Also ich würde gerne mit den Maulwürfen weiterreisen, denn dann, das sind 25 Leute mehr. Und um die fünf leichte Rotzen mehr, die wir bemannen können, das ist eine ausschlaggebende Kraft. Ich verstehe, ihr würdet sie also gerne alle anstellen. Wie viel Mann wären das dann? Mit den Maulwürfen und wie die anderen nochmal? Von dem wissen wir gar nichts, ne? Ob sie noch dabei sind, die nur als Rausrotzer betitelt wurden. Das war das Falkenbanner, ne? Oder waren Falkenbanner, die Maulwürfe das Falkenbanner? Ja, Falkenbanner von Nebelklang. Wissen wir von denen nichts, ob die dabei sind oder. Die werden euch nicht begleiten, weil Nebelklang fehlt. Okay. Ja, dann wären wir 75 Mann. 75 Mann. Ist das die entsprechende Menge, die wir zur Bemannung unserer Rotzen brauchen? Das sind, um zu bemannen, sind das noch zu wenig, wenn wir mehr bekommen. Aber das ist eine Anzahl, womit man arbeiten kann. Das sind 25 mehr, ein Halbbanner mehr, als wir vorher hatten. Nun gut, dann lasst von Dr. Rumpel durchrechnen, ob wir uns das monatlich leisten können. Und nun, dann soll dieser Sache nichts mehr im Weg stehen.
Nun gut. Ich bin froh, dass wir dann bald aufbrechen können. Es wird Zeit. Sehe ich genauso. Wir haben genug Zeit in Kunchom verbracht. Es wird Zeit, dass wir wieder hinaus auf die See fahren und unsere Aufgaben erledigen. Viel zu viel Theorie und Anheuerei für meinen Geschmack. Ja, ich denke auch, das alles hat viel länger gedauert, als ich erwartet hatte. Wir waren die ganze Woche beschäftigt. Nun, jetzt können wir wenigstens lossegeln, sobald alles dann geklärt ist. Ich denke noch ein oder zwei Tage, dann können wir in See stechen. Gut, sehr schön. Okay, dann fragt ihr doch einfach mal, was ihr die nächsten ein, zwei Tage tun wollt. Ich frage einfach mal unten Serpentilio. Ein Gotongi beschwören. Ich hatte ja bereits angefangen, oder tatsächlich den größten Teil der Arbeit des Invocatio Integra vorgelagert. Das hast du. Ich hatte ihn noch nicht fertig gemacht, damit ich da nicht würfeln musste. Und ich würde das tatsächlich in einigen Stunden noch tun und dann die Beschwörung, wie vom Bordmagus aufgetragen, vornehmen. Dann kannst du mir gleich schon mal sagen, was du alles brauchst. Den Gotongi habe ich dir schon reingezogen, wirst du wahrscheinlich schaffen. Rafim, 2 Tage. Ja, und zwar möchte ich meinen göttlichen Pflichten nachkommen. Ich möchte gerne Hippolyta bekehren. Von Rondra was auch immer sie jetzt glaubt, ist mir ja vollkommen wurscht. Ja, sie weiß es selber noch nicht so genau. Also sie ist auf alle Fälle, hat sie Rondra ins Herz geschlossen, wie ihre Schwester. Aber eben auch Hesinde und Nandus. Und jetzt möchtest du sie mit Kor überzeugen. Ja, und zwar möchte ich auf den Freiheitsaspekt anspielen. Denn der Chorgeweihte ist nur dem Gott selbst verpflichtet. Wie stehst du zu Schlachtfeldmagie? Volle Kanne gib ihm. Okay. Vielleicht ist sie ja auch Famelor gläubig als Gott der Kampfmagie. Ja, Famelor ist kein Gott. Außerdem darf das nicht Goldtags hören. Ganz langsam. Außerdem ist da nicht jemand Wichtiges aus ihrer Familie durch einen Drachen gestorben? Ja, wer auch. Denn? Also Ema, ihre Mutter? Ach ja, Ema. Ema ist niemand Wichtiges aus ihrer Familie. Rohaya hat einen Splitter in ihren Bauch bekommen. Ja, dann gib mir mal eine Überzeugenprobe. Das kann man doch mit Sicherheit mirakeln, oder nicht? Das kann man mirakeln. Also je mehr, desto besser, weil das ist einfach eine langfristige Aktion. Das ist eine Sammelprobe. Wir spielen ja DSA 5, das ist eine Sammelprobe. Warte mal. Ja, ich würfel einfach mal. Ich sammle gleich mal deine 14 Punkte Proben. Über, 14 plus 5, also geteilt 12. Okay, eine Sekunde. Dann ist das ja mit Sicherheit ein Einzelgespräch. Das wird ein Einzelgespräch sein. Ja, bist du auch Liebling der Gottheit? Nein, leider nicht. Noch nicht, nein, gut. Noch nicht, aber... Du bist nur groß und auserwählt, aber kein Liebling. Nee. Ich überlege gerade, wie viel ich da noch mit neu... 14 halbiert sind 7 plus 5 sind 12. 12 sind 27 Punkte. Ja. Okay. Wir tasten uns ran. Das ist mein Ziel. Ja, okay, gut. Dann hast du auf alle Fälle... Viele Kämpfe vor dir. Du musst auch wirklich schon Schnitte von ihr einstecken. Sie kassiert auch welche und sie ist guter Ding. Also sie hat wirklich Lust, Abenteuer zu erleben und ist froh, dass sie jetzt Wind in den Haaren spürt und nicht mehr irgendwie in Festum oder gar in Puningen eingesperrt ist. Ja gut, sehr gut. Diamantis, 2 Tage. Ja, ich möchte natürlich, sobald die Geschützmannschaft da ist, entsprechende Probe werfen, um ihre Qualität einzuschätzen. Ja. Seefahrt oder Theorieprobe hier Belagerungswaffen? Ja, gib mir mal. Wie hoch ist denn THW in Belagerungswaffen? 18 mit 18. Spezialisierung auf ein paar Sachen. Also die sind Q4. Die Leute sind Q4 und die Rotzen generell sind neuwertig. Die wurden noch nie benutzt, noch nie geschossen. Das liegt aber wohl in der Natur der Sache, dass Oron nie wirklich eine Seefahrtsnation war. Auch wenn sie halt sowas wie Biremen mal hatten, aber die haben nie wirklich zu See irgendwas erreicht. Die hatten halt ihre Blockade. Ich wollte gerade sagen, sie haben uns mal Passiergeld abgepresst. Ja, aber das liegt einfach daran, dass ihr euch das habt auch abnehmen lassen, ne?
Ich weiß von nichts, ich war nicht da. Richtig. Ja gut, also die sind neuwertig, absolut neuwertig. Du kannst doch, das sind alle irgendwie in Elbrum gegossen worden. Und von Hafax oder sowas erkennt man da eben nichts dran. Ja, dann sind die neuen Ausrotzer. Wie heißt deren Einheit? Das ist die Maraskan-Flotte. Maraskan, achso, so heißt die Einheit. Genau, Maraskan-Flotte ist ein Teil Flottille. Gemeinsam mit Mr. Plug und Weibelkock. Mr. Plug bezieht sich die neuen Rotzen ebenso und ist sehr zufrieden. Bevor sie die natürlich besehen, besehe ich mir, die umzuschauen, dass da nicht irgendwo ein... Nee, stimmt, Bugs kann man ja an den Rotzen nicht absehen. Aber dennoch werde ich mich dann noch gemeinsam mit den Handwerkern zusammensetzen und Lorgolosch. Lahalkash. Ja, genau. Zusammensetzen und die Oronischen inspizieren. Nicht inspizieren, sondern die den Stempel der Gießerei, den fallen wir ab. Bei jeder einzelnen Rotze. Okay, das ist dann aber schon, also das ist dann Schwarzmarkt, ne? Wenn jetzt irgendwie ein Hafeninspektor das sieht, dass du da was abgefeilt hast, das ist halt schwarz. Das ist dann ein Schwarzmarkt, ne? Würde man doch bloß jemand mit hartes Schmelze, weiches Erstarre kennen. Wir feilen das ab und dann kommt eine neue Sonderfertigkeit von mir zum Tragen. Fälscher, wir werden da das Alanfanische draufpacken. Okay. Gut. Pack doch lieber Zwergisch drauf. Wie viele Rotzen waren das? Das stimmt, waren mittlere Rotzen. Mittlere Rotzen, 14 Stück oder was hat sie gesagt? Nein, wir wollen keine, also sie hat gesagt, sie kann uns alles anbieten. So, sie hat uns bis zu 30 echte Rotzen angeboten, aber so viele brauchen wir gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal 14 leichte Rotzen, weil die sind, die uns fehlen. Wir haben gar keine leichten Rotzen. 14 leichte, wo wollt ihr denn überall hinstellen? Die auf das Oberdeck oder was? Also das mit dem Bock ist auf jeden Fall übertrieben, das machen wir nicht, oder? Der Bock hat sowieso keinen Platz, da vorne ist ja alles voller Takelage. Wir haben ja eine Bugspriet. Ja, eben, wir haben das, ja. Außerdem steht da der Aal. Na dann. Ich hab ja oft gesagt, dass es wohl nicht klappt, aber da kam halt immer von Armelmir und wir haben, glaube ich, von deiner Seite nie gehört, ob das klappen würde oder nicht, Frosty. Aber eigentlich kann so eine Schivone keinen Bock tragen, weil man die Masten nicht einklappen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr müsst die Masten abnehmen, dann seid ihr aber langsamer. Ich weiß nicht, wer diese hirnverfressene Idee hatte, das war von vornherein klar, dass es nicht geht. Dann habt ihr keine GS-12 mehr, sondern GS-5 oder so. Dann könnt ihr mit Bock fahren. Das ist halt Bullshit, das machen wir nicht. Dann vergessen wir das mit dem Bock. Genau dieser Meinung war ich auch lange, nur ich wurde die letzten Sitzungen irgendwie von den NSCs und auch teilweise von Abby überzeugt. 14 leichte Rotzen, alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Aufstellen. Kriegt ihr hin, gut. Boltax, 2 Tage. Ja, ich würde gerne eine Gestalt aus Rauch anfertigen. Das war ja das, was ich schon einmal angefertigt habe. Eine Kerze, die ich verbrennen kann und dann entsteht eine entsprechende Gestalt, die an meiner Seite kämpft. Ich erinnere mich, ja. Du erinnerst dich. Das ist eine Probe auf meinen Ritualkenntniswert auf die 15, also um 5 erschwert. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ritualkenntnis steht hier. Um 5 erschwert. Würde gerne die 20 neu würfeln. Ja, das ist mit den 10 über. Und ja, damit habe ich eine Kerze, die RKP Stern mal 3 Kampfrunden lang brennt und eine entsprechende Größe hat. Und natürlich mache ich wieder den Troll, den ich auch das letzte Mal schon hatte. Alles klar, gut. Frage an Serpentilio. Bist du bereit, deinen Kotongi zu beschwören? Ja. Serpentilio trägt noch die nach Konsultation entsprechenden Tabellen die richtigen Tagesherrscher in sein Heptagramm ein. Stellt in der Mitte eine kleine Kerze auf. Ja, genau, der Endplatz. Oh, der Kotongi. Na, Sekunde. Ich habe einen besseren Kotongi. Jetzt könnte ich es mal so voll genommen haben. Liegt der hier? Ja. Da fangen wir gar nicht erst mit an. Er hat ja nicht mal Flügel, Frosty. So. Eine kleine Kerze auf.
die auf einem Stückchen Bernstein aufgestellt wird. Das ist ein sehr unförmiges Stück, das aussieht, als hätte es irgendein Händler in Glündhafen fortgeworfen oder fallen gelassen. Aber es ist halt das, was gerade da war. Und genau das Richtige, was für ein Karton hier angemessen ist. Und fängt an, die Formel zu sprechen. Rechnen wir das kurz durch, ja? Es geht ganz schnell. Also, Tongi hat eine Grundanrufungserschwernis von 8 Punkten. Sorry, nein. Es ist ein Invocatio Integra. Entsprechend kommt es erst an der Mahn- und Zeichnenprobe. Diese ist eher leicht erschwert um die 8 Punkte Anrufungsschwierigkeit des Tongis und erleichtert um. Das rechnet sich irgendwie aus dem wahren Namen zusammen. Das ist insgesamt eine plus 4 dann. Das könnte scheitern. Handwerk, Mahn zeichnen. Dies scheitert nicht. Dann haben wir da 9 Punkte übrig. Ebenso eine Magiekundeprobe. Diese ist ebenso erschwert um 4 Punkte. Ich weiß, Spezialisierung Dämonologie zählt hier. Denn wäre seltsam, wenn nicht. Da sind 15 Punkte. Diese geben jeweils ihre Hälfte als Erleichterung auf die folgende Probe. Nur Erleichterung, nicht ZFW Stern. Ebenso steigt mein Zauberfertigkeitswert, also mein ganzer, um 7 Punkte, weil es sich um ein Invocatio Integra handelt. Ist ein bisschen Overkill von Gotongi, merkst du auch, ja? Wie gesagt, ein Gotongi hat eine Anrufungserschwernis von 8. Ich habe den wahren Namen auf Qualität 6, das ist eine 6er Erleichterung. Ich habe ein Bandschwert, das ist eine 1er Erleichterung. Wir verschwenden Beschwörungskerzen Qualität F. Ja, das kann schwierig werden, wenn es kaputt geht, aber es geht nicht kaputt. Wir tragen natürlich ein richtiges Beschwörergewand. Es gibt keinen Grund, das in der Sicherheit unseres Labors nicht zu tun. Wir haben die passende Zauberkarte Qualität F, das sind nochmal 3 Punkte. Wir haben das Arcanum gelesen, wir haben den Codex Daimonis gelesen, wir haben Millimeterspür. Das bringt nichts. Und wir sind überzeugter Magierphilosoph. Die sind insgesamt nochmal 3 Punkte Erleichterung. Wir haben Affinität zu Dämonen, das macht hier nächstes wird aber gleich wichtig. Und du darfst mir jetzt sagen, ob der Ort oder der Stand der Sterne sonderlich ungünstig oder günstig gerade sind. Sternkundeprobe. Sternkundeprobe, okay. Geschafft mit 7. Wie viele Erleichterungen kannst du bekommen durch Sternkonstellation? Ich kann maximal 3 Punkte Erleichterung oder 7 Punkte Erschwernis bekommen. Dann bekommst du 3 Punkte Erleichterung. Glück gehabt. Nicht geplant. Natürlich, deswegen habe ich das ja bis nach dem Konvent geschoben, weil ich wusste, dass Leftan hinter dem Maler mal stehen würde. Damit kommen wir dann auf eine Gesamterleichterung auf die Beschwörungsprobe von 26 Punkten. Das sollte reichen für einen Gotongi, oder? Ja, würfeln das trotzdem aus, denn ich kann ja patzen. Außerdem, um die Zelle für Stern zu bestimmen. Dies ist ein Invocatio Major, nicht Minor. Man kann auch einen niederen Dämon mit dem Major rufen. Er zählt dann, als hätte er ein Horn. Er hat kein Horn, er zählt nur für die Beschwörung so. Also die Niederhöllen sind unendlich und du kannst doch gehörnte Gotongis rufen. Aber ich will keinen und brauche keinen. Nur das entscheidet ja am Ende Blackerath, oder? Es entscheidet nicht Blackerath, es entscheidet Serpentini oder die passende Essenz dabei ruft und formt. Man ist ja schließlich nicht bei den Paktierern. Das kann vielleicht, kann jetzt nicht daran, weil ich schon sagen, nein, Diamant ist so machen, aber der wird dann auch gefressen. Nein, würfel mal, wenn du patzt, dann kommt auf alle Fälle was gehört. Das kann so. Just sowieso. Genau, wir lassen uns natürlich Zeit, denn kein Grund, es nicht zu tun. Dies sind also nicht, und wir leiten das durch unseren Auxiliator, dies sind also nicht 24 Punkte über, sondern wir bekommen 7 drüber vom Invocatio Integra, also 24 plus 7 sind 31 und dann bekommen wir noch 6 ZFW-Sterne von unserem Invocatio Auxiliator zur Verfügung gestellt. Kurze so, Anmerkung, Gotongi sind nicht exklusiv Blackerats, das ist korrekt. Es ist auch Amazeroth. Genau, du kannst ja. Im Prinzip Dämonen auch aus fast jeder Sphäre rufen. Also du kannst auch Zans rufen, die nicht aus der Domäne von Amazeroth kommen. Du kannst auch Hashtods rufen, die nicht aus der Domäne kommen. Aber Zans kommen doch auch nicht ursprünglich aus El-Hal-Ha. Amazeroth. Ah, okay. El-Hal-Ha, ja genau. Du kannst, es gibt ja auch den Darai beispielsweise, der normalerweise ein Transportdämon ist. Du kannst den Darai aber auch aus Belkelets Domäne rufen. Ja, lassen wir den Punkt. Also solche Späße, ne? Also die Niederhöllen sind unendlich. Es ist, tatsächlich hat der Gotongi sogar 2 verschiedene Werteblöcke, wenn ihr mich nicht täuscht, von Blackerats und Amazeroth. Aber dies ist ein Blackerats-Gotongi aus Gründen, die viel später ersichtlich werden. Weil die besten Überwachungskameras 7 plus 6 sind 13, wir haben also 37 ZFW-Sterne über. Das ist gut. Da ich Geber der Gestalt und Form der Formlosigkeit etc. bin, darf ich jetzt erst entscheiden, was ich mit diesen Sternen mache. Und zwar, wir verwenden 7 davon, um dem Dämon die Eigenschaft Formlosigkeit 2 zu verleihen. Dass ich mich einen kurzen Taschenrechner aufmache. Formlosigkeit 2, das bedeutet, er bewegt sich... Ich sag dir jetzt, was es macht, ja? Sonst finde ich es nicht hinterher. Genau, richtig. Im Grunde, er hat keine feste, veränderbare Form, sondern er ist einem
galeertartige Masse, wenn du so möchtest. Also er kann sich durch haarfeine... Türspalte durch. Richtig, nicht nur durch Türspalte, durch haarfeine Ritze sogar. Also wenn irgendwo ein Riss drin ist, der kommt da rein. Außerdem kann er Kontrollbereiche ignorieren, weil er sich dadurch verformt, aber das ist ja nicht so relevant. Der ist diese Nebelwolke, die sich unter deiner Tür durchbügelt. Nur dass er keine Nebelwolke ist, sondern das ist Blackerratz, er ist eine Nebelaschewolke, wie auch immer.